So, liebe Leute, hier kommen wir aber auf das zweite Video. Oh, ne, nicht zweite Video. Ah, keine Ahnung. Nächste Video von Liverpool. Jetzt geht's in den Pokal. Die zweite Runde steht an für Liverpool. Gegen Brentford. Ja, aus der zweiten Liga von England. In den Carabao Cup. Schauen. Liverpool sich mal. Ja, ausstellungsmäßig habe ich auch was geändert. Los geht's hier in Liverpool. Um die nächste Runde einzuschlagen. Ausstellung, wie ich schon gesagt habe, habe ich was geändert. Ziemlich viele Top-Spieler dabei. Und auch mal ganz junge Spieler reingesetzt. Wird ja aber auch jetzt auch sehen. Number 14, Jordan Henderson. Number 21, Alex Oxlade-Chamberlain. Number 23, Sheldon Shaqiri. Und Number 27, Divock Origi. Los geht's. So, jetzt kommen die Highlights. Dritte Minute. Zielinski, glaube ich, heißt der. Zum 1 zu 0 schon. In der dritten Minute. Liverpool. Achte Minute wieder. Das müsste Abseits sein. Genau. Das war leider Abseits. Das wäre jetzt echt schnell gelaufen. 39. Minute Freistoß für Brentford. Und hatten auch noch Glück, dass der vorkam und zum 1:1 zum Anschlusstreffer es geschafft hat. Jetzt wieder 17 Minuten wieder wie. Aber leider ging der übers Tor. Fehler vom Torwart auch. Eher gesagt. 62. Minute wieder Liverpool. Mit einem schönen Trick. Und Anderson mit seinem Tor zum 2:1. Siebzigste Minute. Wieder Liverpool. OLG zieht einfach drauf ab, war frei und machte das 3:1 für Liverpool. 68. Minute, jetzt kam der Gegner mal. Aber leider Außennetz, nicht im Tor. Und das war es 3:1 für Liverpool in der nächsten Runde. Und hier, liebe Leute, seht ihr die dritte Runde von eben. Hier sind die ganzen Spiele gespielt. FC Fulham hat es geschafft, ist weiter mit den 2:1. Dann Bury, FC Bury, wie die ausgesprochen werden, mit 2:0. Chelsea hat es geschafft mit 3:0. Queen Park Rangers mit 2:1. Dann Wigan Athletic mit 4:0. Dann Newcastle United weitergekommen durch Elfmeterschießen. Dann wir eben gesehen, das 3:1 gegen Brentford, FC Brentford.
Steffens hat sich durch ein Elfmeterschießen weiter eine Runde vorgearbeitet. Mit dem Elfmeterschießen mit 4 zu 3. Dann Watford mit 2 zu 1. Dann Manchester United mit 2 zu 0. Dann Everton mit 2 zu 0. Manchester City mit 2 zu 1. Dann Huddersfield durch Elfmeterschießen mit 5 zu 4. Dann Leicester City mit 2 zu 1. Björn Rinsmith, glaube ich, heißen die. Oder werden ausgesprochen so. 3 zu 0. Und dann FC Bournemouth, keine Ahnung, sind weiter durch Elfmeterschießen gegen West Bromwich. Okay. Dann gucken wir mal. Ja, hier sind die ersten Partien. Die stehen schon an für das nächste Mal. Runde 4. Müsste Achtelfinale sein, jetzt schon. Ja, es sind schon gute Partien dabei, so wie Manchester City erwarten. Ja. Aber wegen Athletic gegen Liverpool, das wird der Burner auswärts diesmal. Das wird diesmal ein bisschen härter sein. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Spiel. Ich schalte sie wieder. So, gehen wir in die nächste Partie rein. In Chelsea. London. Mal gucken, wie wir uns so behaupten gegen die. Ich hoffe, erfolgreich. Ja, wenn nicht. Ja, wird die Liga dann noch mal spannender, ne? Ja, dann sehen wir uns gleich im Spiel. So, und hier kommen wir jetzt in Kürze bei dem Topspiel Chelsea London gegen Liverpool. Die Spieler machen sich schon mal warm und kommen gleich und spielen. Ja, da sind wir jetzt alle Wacken gespannt auf das Spiel, das Topspiel in der Premier League. And Chelsea line up today. Number 28, Azpilicueta. Number 30, David Luiz. Number 14, Presnel Kimpembe. Ja, da sieht man ja, wir stehen eigentlich gut. Treffsicherste Mannschaft. Oh. Und hier haben wir die Aufstellung von Chelsea London. Und hier kommt die von Liverpool. So, hier die Highlights jetzt vom Spiel. Los geht's, die 19. Minute. Ah, gut abgewehrt von Wijnaldum. Neunmal die 19. Minute, Ecke für Chelsea. Kopfball. Und Tor, Pfosten und Rundenwiller. Da führt Chelsea mit 1 zu 0.
Dann Liverpool. Versucht sich nach vorne zu kämpfen. Wijnaldum schießt und trifft das Tor zum 1:1. Und wir freuen uns. Die 42. Minute. Jetzt wieder Chelsea. Ah ne, Liverpool, Entschuldigung. Van Dijk leider über voll daneben, würde ich jetzt mal sagen. Dann die 45. Minute, oh mein Gott, von Chelsea. Auch neben das Tor. Dann die 57. Minute, zweite Halbzeit. Chelsea hat sich wieder den Ball erobert und schießt und trifft zum 2:1. Dann die 86. Minute, Liverpool am Ball. Salah holt sich ihn, zieht einfach ab und trifft mit dem 2:2 Ausgleich. 90. Minute, wieder Chelsea am Ball und super Parade vom Liverpooler Torwart. Endstand 2:2. Bis gleich. So, hier sind wir jetzt bei der Tabelle. Ihr seht ja, Manchester City ist erster mit 2 Punkte vor uns, vor Liverpool. Ja, Liverpool ist zweiter, Chelsea dritter, wo wir 2:2 gespielt haben. War echt ein Hammerspiel. Da ging um alles, da ging es echt um alles. Da hat man von beiden Teams gesehen, jeder will gewinnen. Jeder nutzt seine Chance und das war einfach nur ein geiles Spiel. Ja, dann haben wir auf dem 4. FC Everton, dann auf dem 5. Manchester United, auf dem 6. Bournemouth, dann auf dem 7. FC Bournemouth, dann auf dem 8. Huddersfield, 9. ist Newcastle United, 10. ist Crystal Palace, 11. ist FC Arsenal London, 12. ist FC Burnley, 13. ist Leicester City, 14. ist FC Fulham, 15. ist FC Watford, 16. ist Tottenham Hotspur, 17. ist Brannington, 18. ist FC Southampton, 19. West Ham United. Und auf den letzten Platz Gatriff City. Ja, das ist die Aufstellung. Und jetzt kommt das Champions League Spiel. Ne? Das große Champions League Spiel. Ich hoffe, ihr hypt das schon. Weil das wird in voller Länge gezeigt. Liverpool gegen Neapel. Na gut, dann sehen wir uns gleich, liebe Leute, in das Spiel Liverpool in Neapel. Bis gleich. Hallo, liebe Leute, jetzt kommen wir hier im Champions League Spiel Neapel gegen Liverpool. Oh, sorry. Ah, eben das Spiel war ja 2:2 ausgegangen. Chelsea, gucken, wie wir jetzt gegen Neapel spielen. Und das in voller Länge. Ja, in Neapel. Ja. Da kommen die Teams raus. Maradona. Hier haben wir nochmal die Tabelle. Thank you.
alle sind jetzt gespannt, gehypt auf dieses Spiel. Selbst ich bin mal gespannt, wie es endet. Die Aufstellung von Neapel. Und jetzt kommt die Aufstellung von Liverpool. Los geht's. Oh, der Apfel gut aufgepasst hier. Boah, kommt er einfach nicht dran, ey. Jetzt hat Liverpool mal den Ball. Der Apfel passt auf. Ja, wird ein schweres Spiel. Ah. Einwurf für Liverpool jetzt wieder. Oh, schönes Tor von Liverpool, von Mané. Damit führt jetzt Liverpool mit 1:0. Der den mitten in der Hammer. Zu eifrig und schön aufgepasst von Liverpool. Ecke für Neapel jetzt hier. Abschluss. Da kam einfach Liverpool nicht mehr ran. Schöner Ball. Schade. Oh, ganz allein, aber der geht aus. Ah, kriegt er nicht mal unter Kontrolle. Ja. Jetzt kommt wieder der Apfel. Aber Liverpool, pass auf. Finde ich gut. Salah. Kommt nicht an der Pass. Schade. Schön aufgepasst. Liverpool hier.
Oh, das war ein Fehler. Aber Liverpool hat er wieder. Und wieder verloren. Oh Mann, das geht ja hin und her. Ah, die machen alles gut zu in der Mitte. Ja, das kommt wieder. Ah, das war ein Tick zu lange gewartet. Aber egal. Jetzt wieder Neapel mit einem schnellen Gegenkonter hier. Schön aufgepasst. Ah, Torwart hat ihn. Oh. Konnte Neapel nicht nutzen. Über die Seite ist Liverpool anfällig, würde ich jetzt mal sagen. Ah, der kam nicht präzise an. Deswegen hat jetzt Neapel wieder den Ball. Aber Liverpool macht Druck auf die. Deswegen können die auch nicht richtig abschließen, die. Im Spiel. Salah guckt und findet den. Schade, ich dachte, das funktioniert zweimal, aber nein. Gut abgeblockt von Liverpooler Spieler. Setzt er dafür in Neapel wieder die Ecke bekommen. Kam unpräzise an, leider. Oh, von Dijk. Ja, Halbzeit. 0-1 für Liverpool. Bis jetzt noch wichtige 3 Punkte vielleicht, die sie jetzt noch holen können. Hier in der Champions League im zweiten Spiel. Und dann sehen wir uns in der zweiten Halbzeit wieder. Und die zweite Halbzeit wird angepfiffen. Ah, hat er nicht richtig getroffen, der Salah. Schade. Rinaldo mal wieder.
Jetzt wieder Salah. Ah, verdammt. Das war ein kleiner Fehler von Liverpool, aber naja. Jetzt ganz schnell Neapel wieder. Und wird direkt belohnt. Oder doch? Oder doch nicht? Oder doch? Doch. Sah jetzt erst aus wie Abseits. Nee, nee, war kein Abseits. Boah, schönes Tor. Von Neapel 1-1 jetzt. Jetzt sollen wir auch mal spannend hier. Ach verdammt, ich dachte, ich muss noch kämpfen. Ja, was macht jetzt Liverpool? Versuchen sie nachzusetzen, aber verliert dann direkt den Ball. Schön gespielt auf Salah. Salah geht nun weiter. Nein, Pfosten! Cool hat der einen Pfosten vorbei. Schade, schade, schade. Da hätten wir ja fast das 2-1 gehabt. Ey. Oh, ich wollte gleich weiter allein. Oh. Aufpassen wir von Neapel. Jetzt. Ja, da ist es doch. 1-2 für Liverpool, es geht doch, Keita. So muss es sein. Ah, zu lange gewartet. Schön gespielt. Hey.
Ey, der hält mich. Ja, super, keiner da, die ich von Rücken aus spielen konnte. Noch alles offen, liebe Leute. Jetzt kann man nee. Ach, kriegt er ja keinen Druck auf den Ball. Da war noch mal die Chance. Ah, Tor, Nadine. Oh, abgefälscht. Eigentlich muss es gehen. Gibt's noch. Und da ist das Entscheidungstor. 3-1 für Liverpool gegen Neapel. In der Nachspielzeit. Von Firmino. Und das war's. Liverpool gewinnt 1-3 in Neapel. Gegen Neapel. 6 Punkte jetzt schon in der Champions League in 2 Spielen. Damit bleibt Liverpool der Spitzenreiter in der Gruppe. Ja, und Neapel kannst du nicht glauben. Die haben es dadurch noch schwerer. Na ja, dann sehen wir uns jetzt gleich wieder bei der Tabellen. So, hier sind wir bei der Tabellen. Fangen wir mit der Gruppe an. Das ist Atletico erster, Club Brügge zweiter, Borussia Dortmund dritter und AS Monaco vierter. Ja, da ist alles noch offen. Da hat jeder 3 Punkte. Ja, dann kommen wir in Gruppe B. FC Barcelona, erster. Dann kommt Tottenham auf dem zweiten, Inter Mailand auf dem dritten. PSV Eindhoven auf dem vierten Platz. Ja, Tottenham, ja, muss sich ranhalten, sage ich jetzt mal. Dann kommen wir in Gruppe C, da wo wir sehen, unsere Gruppe von Liverpool. FC Liverpool ist erster, dann kommt Paris auf dem zweiten, Neapel auf dem dritten und Sirius auf dem vierten. Ja, damit ist Liverpool, wie ihr seht, erster zurzeit. Nächste Partie in der Champions League wird der kleine Gegner hier in Liverpool kommen sie. Da sind wir mal gespannt, wie es da so weitergeht. Gruppe D, Lokomotive Moskau erster, Galatasaray Istanbul
Zweiter FC Porto Dritter und Schalke 04 Vierter. Ja, Schalke 04 bis jetzt jedes Spiel verloren. Sieht sehr schwarz für Schalke aus. Ja, man glaubt eigentlich nicht mehr daran, dass die Champions League Achtelfinale erreichen können. Dann kommen wir Gruppe E, FC Bayern München Erster, Ajax Amsterdam Zweiter, Benfica Lissabon ist Dritter, AEG Athen Vierter. Ja, Bayern hat jetzt Ajax geschlagen mit 1-0. Erfolgreich. Aber in der Gruppe ist auch noch alles machbar. Dann kommen wir Gruppe F. Olympia Lyon ist Erster, Manchester City Zweiter, Hoffenheim Dritter, Shakhtar Donetsk ist Vierter. Ja, Hoffenheim muss man sich angucken, wie die sich so machen. Dann Gruppe G. Real Madrid ist Erster, ZSK Moskau Zweiter, Viktoria Pilsen Dritter, AS Rom Vierter. Und auf der rechten Seite seht ihr die Ergebnisse. Real Madrid, erstes Unentschieden gegen ZSKA Moskau. Könnte man schon fast als Krise bezeichnen bei Real Madrid. Aber naja, man darf es nie abschreiben. Dann die letzte Gruppe, Gruppe A. Manchester United, Erster, Juventus Turin, Zweiter, FC Valencia, Dritter und Young Boys Bern, Vierter. Ja, Young Boys Bern glaube ich auch nicht, dass die weiterkommen. Die würden komplett, glaube ich, rausfliegen, weil die Gruppe für die einfach zu stark ist. Ja, dann sind wir mal gespannt, wer da von den dreien weiterkommt. Ja, das war's mit dem Video. Lasst ein Abo da, ein Däumchen da oben, würde ich mich freuen. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Euer Killerbär.